Hallo Freunde, heute gibt es eine Aufgabe, die normalerweise behind the scenes passieren würde, aber ich wollte euch einfach mal mitnehmen. Und zwar mache ich mir ein paar schöne neue Kabelkanäle in die Werkstatt. Ich habe hier vom Rexin Shop wirklich wunderschöne Alu-Kabelkanäle in Anthrazit. Ich zeige euch das gleich mal. Hier, oh, das Messer schneidet ja wirklich super gut. Ich muss halt ganz ehrlich sagen, die sind schon ein bisschen hübscher und wertiger als die, die ich bis jetzt habe. Deswegen bauen wir die hin. Das macht den Eindruck, dass selbst ich das schaffen könnte. So, Kabelkanäle sind da. Da, bestellt bei Kunststoffhandel Rexin. Das sind nämlich gute, nicht so billiges Klump. Ich wollte mal schöne Kabelkanäle, weil ich habe ja bis jetzt hier sowas, solche Röhrchen. Und da dachte ich mir, mach das doch mal in hübsch hier. Mal schauen. Da legen wir es da so her. Das war's. Da haben wir jetzt bei Rexin Kunststoffhandel richtig schöne Alukanäle in Anthrazit Optik rauslassen. Und da eben vor, da hinten entlang, möchte ich einen Kabelkanal ziehen, weil ich auf der Seite keine Steckdosen habe. Das nervt mich. Da kann man dann, bei den großen Kanälen ist halt super praktisch, da kann man direkt Steckdosen einsetzen. Deswegen habe ich die bestellt. Und wie ich ja schon gesagt habe, die hässlichen da möchte ich ändern. Davor eventuell hier noch malern, wobei die Kabelkanäle das überdecken könnten. Da spare ich mir vielleicht das Malern. Das wäre ganz praktisch. Natürlich auch hier in der Werkstatt möchte ich ein paar von den hässlichen wegmachen und schöne Anthrazit-Kanäle machen. In meiner 6 Quadratmeter Werkstatt hier möchte ich auch hinten einen Kabelkanal reinlegen, wo ich dann vielleicht 2-3 Steckdosen reinsetzen kann. Da müssen wir aber auch erst noch malern. Viel zu tun, viel zu tun. Ah, fuck, komm nicht mehr durch. Au, meine Klötis. Doch bevor ich hier male, ihr wisst ja, ich lasse meinen Körper fast nur noch den edlen Zwirn von JP1880. Diesen edlen Zwirn möchte ich mir nicht versauen mit Farbe. Deswegen werde ich mich jetzt umziehen und meine Malerklamotten anziehen. Ich denke mal, ihr wollt mir dabei nicht zusehen beim Umziehen, deswegen machen wir kurz eine Ausblende. Jetzt habe ich natürlich meine gurten Birki so. Habe ich noch Arbeitsschuhe hier? Ich hätte auch noch Schuhe hier. Soll ich meine Schuhe anziehen? Oder die Birkis einfach ausziehen und barfuß. Wäre auch eine Möglichkeit, gell? Und mit der Schulter in die Farbe und mit dem Socken rein. Ah! War wieder klar. So, hier ungefähr, das ist so ungefähr die Ansicht, die ihr in Zukunft bekommt. Jetzt ist da genau die Farbe unter mir. Dann geht es, glaube ich, auch schon weiter mit den Kabelkanälen. Ich möchte hier dann einlegen, aber natürlich lasse ich das jetzt erst trocknen. Also ich lasse jetzt das alles trocknen und dann geht es weiter mit den Kabelkanälen. So, wie ihr wisst, habe ich ja damals nur so sehr hässliche Rohre montiert und ich denke mir, so ein stilvoller Alukanal ist da schon ein bisschen was Schickeres. Das heißt, erstmal müssen wir das abmachen und eigentlich, leider, was jetzt nicht klappt oder theoretisch, könnte ich jetzt einfach, wenn ich hier noch kein, wenn ich das Röhrchen da nicht dran hätte, könnte ich einfach den Kabelkanal mehr oder weniger die Aluleiste dahinter machen, Kanal zu und fertig. Aber das Röhrchen passt da natürlich nicht rein. Somit müssen wir das Kabel oben erstmal abklemmen. Zum Abklemmen müssen wir natürlich den Strom abschalten und da muss natürlich ein Elektriker kommen oder ihr müsst euch super gut auskennen mit der Materie. Ich messe mal, ob der Strom drauf ist. Jawohl, da haben wir richtig Strom drauf hier, ne? Okay, und den müssen wir jetzt abschalten, das mache ich am Sicherungskasten. Und ich habe den riesen Vorteil, dass ich den direkt hier habe und auch weiß, wo ich da stecken muss. Ich habe Licht und Stromkreis getrennt, kann jetzt hier den Strom abschalten. Jetzt sind die Dosen quasi ohne Strom und das Licht bleibt an. Ich kann das Licht quasi extra schalten. Wichtig ist, wenn ihr irgendwas an der Elektrik macht und kein Elektriker seid, dann dürft ihr nichts an der Elektrik machen. Gut. Und wenn ihr aber was an der Elektrik macht und Elektriker seid oder beachtet die 5 Sicherheitsregeln. Ja, die sind ganz wichtig. Wenn ihr die 5 Sicherheitsregeln nicht kennt, dann solltet ihr nichts an der Elektrik machen. Also wirklich, da kann man sich natürlich verletzen, wenn man an den Strom hinfasst oder auch tot werden. Das ist nicht lustig, auch wenn ich es lustig erzähle. Ja, das war jetzt wieder dumm von mir. Nee, sehr ernsthaft, wenn ihr da keine Ahnung davon habt, dann lasst die Finger weg. Gut, kein Strom mehr drauf. Somit ist die Leitung frei. Und dann müssen wir jetzt da oben das Kabel ausklemmen. Das ist Ordnung pur. Das musst du erst einmal so schön machen. Also hier nochmal, es ist wirklich elementar wichtig, dass hier kein Strom drauf ist. Weil wenn ihr hier Strom drauf habt und da hinfasst, dann batzt es euch ordentlich eine. Das muss nicht gleich zum Tod führen. Also mir hat schon in meinem Leben ein paar Mal eine gebatzt und da hat nichts gefehlt. Aber es kann halt tatsächlich tödlich enden, von dem her nicht zum Spaßen. Gut,
Jetzt machen wir das hässliche Rohr runter. Das können wir vielleicht nur zum Ditscheridu-Spulen hernehmen. Dann kann ich den Kanal hier unten direkt anlegen. Ich habe den Kanal quasi immer bis ganz oben gemessen. Das muss aber ein bisschen kürzer sein, weil das Kabel hier hinten eine Rundung hat. Das heißt, ich muss mir den jetzt noch ein Stückchen Abstand, also unten und oben ein bisschen Abstand hat, weil ich das Kabel sonst nicht reinbekomme. Sägen wir mal den Kabelkanal ab. Dazu ist es jetzt aber wieder wichtig, was ich vergessen habe, dass ich den Strom wieder anmachen muss. Ja gut, das Kabel ist draußen. Da oben ist alles gut, da kann jetzt nichts passieren. Da ist jetzt, sind keine Drähte, die Kontakt haben können. Picopello, schöner Schnitt. Und jetzt können wir den Schacht auch schon fast montieren. Müssen wir uns nur noch markieren, wo wir Löcher reinbohren und dann geht's weiter. So, ich habe jetzt hier schon zwei Dübel drin, die ich natürlich auch wieder nutzen möchte. Deswegen muss ich halt jetzt auch gucken, dass ich mir das hier schön markiere. Und jetzt markiere ich mir die Dübel und da bohre ich dann. Man sieht hier im Schacht, der hat so verschiedene Kanäle. Ich mache natürlich in der Mitte die Bohrung. Ja, da kann man dann auch mehrere Kabel reinlegen. Das ist das Gute bei dem breiten Kanal. Da kann man halt schon einiges an Kabel reinlegen und der trägt trotzdem nicht auf, weil der super dünn dann ist. Er bringt ja nebeneinander bestimmt 5, 6 Kabel rein oder sowas. Seht ihr, da ist schon gut Platz und er ist trotzdem, trägt da von der Höhe her nicht viel auf. So, bei der Markierung bohre ich jetzt einfach Löchlein rein. Ich mache jetzt dann ein Fünferloch, dass ich ein bisschen Spiel habe. Müsste dann mal passen, hoffentlich treffe ich dann. Wo ist die im Loch? Jetzt kommt das Kabel hier wieder rein. Jetzt natürlich auch wieder wichtig, Strom ist wieder abgeschalten. Dass wenn wir das anstecken, dass wir dann nirgends hinkommen. Also bitte nochmal, das was ich hier mit den Kabeln mache, seht das nicht als Anleitung von mir. Holt euch für sowas, wenn ihr da keine Ahnung habt, den Elektriker. Das sieht leicht aus, kann aber, wenn ihr da irgendwo hinfasst, wo ihr nicht hinfassen dürft, echt in die Hose gehen. Bei mir ist es halt so, ich weiß halt ganz genau jetzt, wo ist Strom, wo ist kein Strom, also momentan ist ja nirgends Strom. Wo kann ich hinfassen, wo kann mir was passieren, wo kann mir nichts passieren. Und das sieht schon um einiges schicker aus, muss ich schon sagen. Gefällt mir schon besser. Um einiges schöner. Ich kann euch mal einen direkten Vergleich zeigen. Hier mit hässlichem alten Rohr. Nicht so geil. Und hier mit wunderschönen Anthrazit-Kabel-Aluschacht. Das ist halt wirklich schon um einiges schicker. Und wenn ihr das von vornherein plant, könnt ihr die Kanäle natürlich auch dicker wählen. Da gibt es nämlich auch ganz große und mittelgroße, dann könnt ihr die auch bis zur Steckdose hinlegen, dass nirgends mehr das Kabel rausschaut. Also wahrscheinlich hätte ich hier nicht die dünnsten Kabelkanäle, sondern die mittlere Stufe wählen sollen, dass die hier vorne über die Steckdose drüber geht, dann hätte man das Kabel gar nicht mehr sehen. Ja, wieder, wie immer, Tabs, Planung, on point. Okay, aber das mache ich jetzt hier rundherum bei allen Kabelkanälen, die man so sieht. Und dann wird's schön. So, ich habe jetzt in der Werkstatt rundherum die kleinen Kabelkanäle montiert und jetzt habe ich hier noch so einen ganz großen, so einen richtig dicken Oschi hier. Und der Vorteil bei dem ist, da kann man quasi innen drin Leitung verlegen, ja klar, Kabelkanal, Leitung verlegen, da kann man direkt Steckdosen reinmachen. Und das ist mein Plan. Ich habe nämlich hier in meiner 6 Quadratmeter Werkstatt auf der Rückwand nur eine Steckdose, also eine Doppelsteckdose. Ich möchte aber hier gern, sagen wir mal, eins und in der Mitte eine und außen eine. Und da vielleicht jeweils Doppelsteckdosen, damit ich ein bisschen flexibler mit den Kabeln bin. So, ganz wichtig, wir haben jetzt hier nur eine Zugangsleitung. Das heißt, es ist jetzt natürlich wichtig, dass ich später bei den Steckdosen nicht überall dann eine Maschine anstecke und die alle gleichzeitig laufen lasse. Das wäre dann zu viel für eine Leitung. Ich möchte einfach mehr Optionen zum Stecken haben. Das heißt aber nicht, dass die Geräte später alle gleichzeitig laufen werden, sondern immer nur eine. Nur, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ich habe jetzt hier die Steckdose schon aufgemacht. Da kommt die Zugangsleitung her und die muss man jetzt natürlich in den Schacht reinbekommen. Das heißt, jetzt halte ich mir den erstmal hin und markiere mir den. Jetzt habe ich meinen Macchinato vergessen. Wo ist er denn? Stuhlhüft. Also, jetzt habe ich hier das Kabel. Dann mache ich jetzt hier eine schöne Markierung. Das sieht gut aus. Und da bohre ich mir jetzt ein Löchlein rein, wo ich dann mit dem Kabel einführen kann. Dann habe ich hier so einen Bohrmeister hier. Wie heißt denn das? Ist Bohrmeister eine Marke? Ich weiß gar nicht. Ich habe hier quasi so einen Spiralspindel. So, na, ihr wisst schon.
Wie heißt denn so ein Bohrer? Ich glaube, das ist der, der nur für Holz ist. Ich nehme mal meinen anderen. Ich habe da extra einen für Metall. So, habe ich mir mal bestellt. Das ist jetzt hier von Rucco, keine Werbung. Habe ich mir selber gekauft. Also definitiv kann ich euch empfehlen, der Rucco-Bohrer. Ich glaube, dass ich die mal bei Manfred Welding oder so gesehen habe. Ich bin mir nicht mehr sicher. Habe ich mir die bestellt. Jagen durch wie Sau. Sehr schön. Jetzt haben wir ein größeres Loch hinten drin. Und durch dieses große Loch hinten füllen wir jetzt das Kabel ein. Ich habe jetzt hier so eine Kabeldurchführung. Die mache ich da rein. Gibt es in verschiedenen Größen, dass hier eben das geschützt ist. Seht, die kann man jetzt da durchstecken. Dann kann man die reinmachen. Ich denke, das sollte dann passen. Und denkt dran, lasst es vom Elektriker machen. Gut, und dann machen wir da noch im relativ gleichmäßigen Abstand ein paar Löchlein rein, durch das wir das dann an die Wand verschrauben können. Hier sollte man definitiv eine Schutzbrille tragen. Das könnt ihr natürlich ganz genau ausmessen, wo ihr die Schrauben setzt. Aber ihr wisst, Tab-Style. Mir ist das wurscht. Dann mache ich mal die mittigste Schraube mittig drauf. Dann sollte er gerade sein. Deswegen gehen wir mit der Wasserwaage drauf. Also ob ihr es glaubt oder nicht. Ich habe sie einfach gerade hinmontiert. Ja, weil mein Augenmaß ist halt auch on point, ne? Ich brauche gar keine Wasserwaage. So, jetzt öffnen wir mal die 6 Quadratmeter Werkstatt. Was ich euch zeigen wollte, der Kabelschacht ist jetzt hier auf die eine Seite offen. Und da gibt es auch noch so Deckels, die ich natürlich nicht vorbereitet habe. Ich hole mal schnell einen. So, und hier haben wir jetzt solche Alu-Deckels zum Außen draufschrauben. Und damit können wir die jetzt zumachen und den Schacht von außen verdecken, was ich sehr cool finde. Und was mir gerade aufgefallen ist, was das allercoolste ist. Normalerweise ist es ja bei mir so, dass ich grundsätzlich, wenn ich irgendwelche Bauteile bekomme, wo Schrauben dabei sind, schmeiße ich die Schrauben eigentlich immer weg und nehme Jetfast-Schrauben, Torx-Schrauben, weil ich mag einfach keine Kreuzschaltschrauben verarbeiten. Und hier, was hier mega cool ist, hier sind tatsächlich Torx-Kopfschrauben dabei. Die sind sogar auch in dieser Anthrazit-Optik gefärbt. Das ist wirklich mega cool. Das heißt, wir können die Schrauben direkt verwenden. Ja, jetzt wäre es besser, wenn man den Deckel erst drauf schraubt und dann die Schiene ran, dass man hinten schöner hinkommt. Ist klar. So, ich schraube das mal drauf. Schön. So, also ich muss schon sagen, das sieht schon sehr edel aus. Also, das sind schon wirklich sehr, sehr wertige Kabelkanäle. Wirklich schick. Ich brauche aber jetzt natürlich auch noch Steckdosen. Die habe ich noch nicht gekauft. So ein Mist. Da müssen wir dann kurz in den Baumarkt. So, wieder zurück vom Baumarkt. Mache ich mir jetzt hier meine Kabelkanäle fertig. Das heißt, ich setze mir jetzt die Steckdosen. Sicherung an. Es ist nichts explodiert. Dann schauen wir mal, ob Strom drauf ist. Jawohl. Das sind übrigens solche Sicherheitssteckdosen. Da ist quasi innen, schiebt sich da ein Deckel davor. Also die sind quasi staubgeschützt, weil da ein Deckel drin ist. Sieht gut aus. Steckt man mal was an. Also, ich bin happy. Das hat funktioniert. Und jetzt wird genau das Gleiche nochmal in der Metallwerkstatt gemacht. Yippie! Aber das sieht schon mega gut aus. Also das gefällt mir wirklich. Das sind wirklich wunderschöne Kabelkanäle. Also das ist schon eine sehr edle Sache. Kann ich euch nur empfehlen. Hat wirklich gut funktioniert. So Leute, ich habe jetzt hier komplett in meiner Metallwerkstatt auch die wunderschönen Kabelkanäle montiert. Und ich finde, das sieht schon mega geil aus. Dieses dunkle Anthrazit auf dem blauen Hintergrund gefällt mir viel besser. Hier hinten habe ich auch einen ganz langen hingemacht. Hier rüber. Ich wollte eigentlich mehr Steckdosen reinmachen, aber im Baumarkt hatten sie nicht mehr Anthrazit. Aber kein Problem, kann man jederzeit nachrüsten. Das ist mega cool. Jetzt habe ich hier einiges an Steckdosen und das sieht wirklich mega gut aus. Und wenn ihr auch
coole, wunderschöne Kabelkanäle haben wollt, dann schaut mal beim Rexin-Shop vorbei. Mit dem Gutscheincode TAPSWORKBENCH5 bekommt ihr ganze 5% Rabatt. Das ist auch ein schöner Schnapper. Und dann könnt ihr eure Werkstatt auch schön einrichten oder euer Büro oder was auch immer. Jetzt hattet ihr heute mal einen kleinen Einblick, was ich normalerweise so behind the scenes machen würde, wo ich normalerweise kein Video mache. Und ich würde sagen, im nächsten Video sehen wir uns wieder in dem Projekt oder in was anderem. Mal sehen, was ich mache. Macht es gut. Servus.